Achtung, das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Ah, Leute, hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück zu Hearts of Iron 4. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Challenge für euch. Eine Sache, die gab es so noch nie auf YouTube, bin ich mir ganz sicher. Und dafür spielen wir natürlich mal wieder mit ihm. Dem einzigen Land, wo ich weiß, das mag jeder von euch. Das Deutsche Reich. Ihr habt euch ja immer wieder beschwert, ich spiele zu selten mit den Deutschen, deswegen spielen wir heute mal wieder mit den Deutschen. Das Ganze auf Elite und nicht nur Elite. Nein, wir haben auch mal wieder eine kleine Mod installiert und zwar die Expert AI Mod. Der ein oder andere kennt sie bereits, macht das Spiel nochmal ein gutes Ticken schwerer. Dynamische Boni setzen wir auf schwer. Das sorgt dafür, dass Länder, mit denen wir im Krieg sind, nochmal ein bisschen stärker werden. Dann gibt es noch die verzweifelte KI oder wie auch immer das heißen möchte. Das bedeutet, die werden nochmal stärker, je nachdem wie hoch der Surrender-Status eines Landes ist. Und dann haben wir noch Reduktion der KI-Abnutzung, wie das hier heißt. Das heißt aber eigentlich nur, dass sie weniger Verschleiß erleiden, wenn die sich alle zu eng in ein Gebiet quetschen, aber keine Versorgung bekommen. Und das langt mir dann auch schon, denn wir werden die KI jetzt sowieso komplett unfair bevorzugen. Wie das Ganze ausschaut, ganz einfach. Wir gehen jetzt her und gehen wirklich alle Nationen, mit denen ich irgendwie im Krieg liegen könnte, und werden folgenden Command eingeben, nämlich Research All. Der sorgt dafür, dass diese Nationen alles mit einem Schlag erforscht haben. Alle Technologien, alles Industrie und was noch viel wichtiger ist und was das Ganze richtig unfair macht, alle Doktrinen. Das bedeutet, dass diese Nationen generell eine unfassbar starke Produktion haben und unfassbar starke Einheiten. Man könnte das Ganze fast schon wieder als unmögliche Challenge betiteln. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Interessanteres, was ich mir vorstellen könnte, als jetzt um diese Tageszeit hier mit allen Nationen einmal alle Forschung abzuschließen. Das ist auch überhaupt nicht zeitintensiv. Und was machst du gerade so? Ah, Video schauen. Auch gut. So, und jetzt haben wir es auch geschafft. Alle Nationen, die in irgendeiner Art und Weise wichtig oder gefährlich sein könnten, sind nun völlig overpowered. Und ich bin gespannt, wie lange wir durchhalten. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir es schaffen bis 1940 oder ob ihr vorher auf die Schnauze bekommen. Beziehungsweise ihr könnt gerne schreiben, wie lange ihr denkt, ich hier durchhalte. Wenn ihr noch Ideen für Challenges OECD habt, gerne in die Kommentare schreiben, meine Lieben. Bin immer sehr gespannt. Manchmal gibt es gute Kommentare, da picke ich mir dann gerne was raus. Ansonsten könnt ihr auch gerne Kanalmitglieder werden. Die zwei höchsten Stufen dürfen sich alle paar Monate sogar ihre eigenen Projekte wünschen als Dankeschön für ihre unfassbare Unterstützung. Aber natürlich auch an alle anderen ein fettes Dankeschön dafür, dass ihr die Videos schaut, supportet, kommentiert und liked. Und ihr wisst natürlich, Jahresziel sind 25.000 Subs. Wenn wir die schaffen sollten, würde mich sehr freuen. Dafür schaller ich hier auch regelmäßig den schlechtesten Hearts of Iron 4 Content raus, den ihr euch vorstellen könnt, nur für euch. Wir werden übrigens heute versuchen, nicht die Niederlande anzugreifen, denn ich möchte die Tschechoslowakei und Jugoslawien alles möglichst ohne Krieg bekommen. Und das geht halt nur, wenn man die Niederlande nicht angreift, da man ansonsten diese Gebiete nicht über die Fokusbäume bekommt, da die sonst immer ablehnen. Wusste ich auch lange Zeit nicht, aber seitdem ich es weiß, ist es hier immer deutlich entspannter für mich. Es ist nur die Frage, hat wirklich irgendeiner geglaubt, ich würde nicht die Niederlande angreifen, um ein paar Gebiete ohne Krieg zu erhalten? Sorry Leute, für langweiliges Opa-Gameplay seid ihr hier falsch. Hier gibt's nur Krieg. Aber wir sollten uns im Klaren sein, dass selbst die Niederlande für uns jetzt ein Problem darstellen könnte. Denn selbst hier kann es nun sein, dass wir kalt gemacht werden. Das wäre ein relativ schnelles Ende des Videos. Übrigens, die Polen haben sich Danzig geholt. Das ist nicht sehr freundlich, weil eigentlich gehört Danzig Deutschland. Weil ich gerade so stinksauer bin, klären wir jetzt einfach die Niederlande in den Krieg. Geil. Wie ich vermutet hatte, statt dass wir direkt durchgepusht wären, was der Krieg wäre jetzt eigentlich schon vorbei, kommen wir zwar durch, aber es ist deutlich schwieriger, als es mir lieb wäre. Und wir reden hier nur von den Niederlanden. Das ist nicht Russland, das ist nicht Frankreich, oh Gott, das geht schon in die Hose. Ah, wenigstens Italien möchte helfen, sehr freundlich. Also das hat jetzt deutlich länger gedauert als normal. Und na gut, Deutschindien gehört jetzt uns, wir haben uns auch gleich die Ressourcenrechte gesichert, das sollte man immer machen, das gibt nämlich, naja, Ressourcen, ne, obviously. Niederlande selber ist offiziell deutsches Staatsterritorium geworden. Italien, die alten Kriegstreiber, haben Jugoslawien den Krieg erklärt. Das ist schlecht, weil das ist A, sehr früh und B, hatte ich eigene Ziele und, aber gut, die werden schon wissen, was sie machen. Wobei, da bin ich mir gerade gar nicht so, das ist katastrophal für mich tatsächlich. Das bedeutet nicht, dass Frankreich und Co. jetzt deutlich stärker werden langfristig.
Aber aktuell hält Italien noch stand gegen diese kleine Übermacht aus starken Nationen, wo auch immer die sein sollen. Ich glaube, weder Jugoslawien noch Rumänien, geschweige denn die Baguettes sind stark. Also, leider sind sie schon stark, aber auch nur, weil ich sie stark gemacht habe. An Österreich ist wieder offiziell deutsches Staatsterritorium. Hallo und herzlich willkommen im Reich. Ach, glücklicherweise mussten wir dafür keinen Krieg führen. Apropos Krieg, Sudeten, wie schaut's aus? Mit Anschluss? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sehe es jetzt erst. Die Österreicher haben ja auch den Bonus bekommen, die alle hochgepusht. Und die Österreicher haben einfach eine doppelt so starke Armee, als es normalerweise der Fall wäre. Übrigens ein kleiner Hinweis schon auf das, was uns hier gleich erwarten wird, sobald wir den nächsten Krieg führen. Ah, Ungarn. Ja, wir müssen natürlich trotzdem auch Leute ins Bündnis einladen. Das ist ja auch legitim. Wir sind ja keine Solo-Challenge. Und ich brauche einen Verbündeten, der mir die Hand hält. Im großen Krieg, der kommen wird. Auch interessant, dass die direkt ihre ganzen Truppen an die tschechoslowakische Grenze schicken. Habt ihr irgendwas vor, von dem ihr noch nichts weiß? Oder haben wir hier irgendwie einen Spezialauftrag? Hey, Italien, wie lange haltet ihr noch stand? Schauen wir mal. Es ist eine richtige Menschenschreddermaschine, dieser Krieg, glaube ich. Ja, Verluste 890 zu 570.000. Italien macht sich sogar noch ein bisschen besser aktuell. Hat auch relativ stabile Divisionsanzahl noch. Und Bulgarien ist auch mit denen verbündet. Auch interessant. Rumänien hat Bündniswechsel betrieben. Nee. Ach nee, das sind die Alliierten. Oh, was? What? Ich habe jetzt einen Kriegssieg gegen die Tschechoslowakei, aber die Alliierten sind auch irgendwie so stark. Und ich befürchte, in der Sekunde, wo wir Krieg erklären, werden wir 1000 Level Invasions bekommen. Wie sollst du denn da serious Krieg führen können, Alter? Was ist das hier überhaupt? Das regt mich ja richtig auf mit diesem Bündnis. Mann! Portugal hat Spanien den Krieg erklärt. Jolo! Ja, lief jetzt nicht so gut für Portugal, ne? War eine relativ kurze Geschichte hier, ne? Griechenland ist Italien beigetreten und die Türkei ist den Alliierten. Was ist das für ein Bündnis, Mann? Ist doch ekelhaft sowas. Tschechoslowakei ist übrigens ganz entspannt auf circa 60, 70 Divisionen hochgepusht. Und hat, ja, Flugzeuge haben sie zum Glück nicht so viel. Aber was soll denn das, Leute? Wer soll denn das gewinnen? Problem ist, auch Italien kollabiert langsam. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine einzige Option. Das wäre jetzt anzugreifen und zu hoffen, dass wir irgendwie Erfolge verzeichnen können. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Wer hat es auf die Fresse bekommen? Was ist das eigentlich? Na, schau, das ist hier die gute alte Befestigungsanlage an der deutschen Grenze. Aber die ungarische Grenze haben sie gar nicht bewacht. Die wissen gar nicht, was es ist, eine Grenze zu bewachen hier. Ah, ja, ja, Jugoslawien in den Krieg reinzurufen war natürlich, habe ich schon, war jetzt natürlich nicht die klügste Entscheidung, denn wie wir hier sehen können, wir haben hier keine feindlichen Truppen direkt, das heißt, wir können jetzt erstmal zum Teil durchmarschieren. So, 27k Verluste. Gespannt, wie schnell das hochschallert. Warum greifen wir eigentlich nicht hier an? Digga, hier sind keine, ihr seid keine Soldaten! Marschieren Sie ein! Marschieren Sie ein in die Tschechoslowakei! Der Angriff Krabbe war ein Befehl! Übrigens alle eingekesselt. Da könnt ihr doch so viel Division haben. Mit meiner taktisch herausragenden Kriegsführungsleistung ist auch die stärkste Nation mir unterlegen. Selbst eingekesselt. Die kämpfen, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Das ist unglaublich, echt. Die sterben auch nicht. Juckt sie nicht. Den Scheißegal. Jetzt sterben sie. Jetzt sind sie tot, Gott sei Dank. Wie kann es eigentlich sein, dass sie so wenig Ausrüstung haben? Haben die ihre kompletten Boni, die ich denen gegeben habe, über den Teich geschmissen oder was? Verluste 180.000 ist hoch. Vor allem die Tschechoslowakei macht uns das Leben zur Hölle. Aber ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal reinkommen. Oh Gott. Oh Gott, der italienische Bürgerkrieg, nicht gut für uns. Was für eine Septemberverschwörung. Die schweren Kämpfe der Reichskanzler haben das Gebäude in eine brennende Ruine verwandelt. Okay, gut. Hitler ist tot. Bürgerkrieg will ich auf keinen Fall. Also es gibt generell... Okay, es gibt einen Bürgerkrieg, oder was? Digga. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Jetzt habe ich einen Bürgerkrieg. Was? Zum Glück bin ich ja keiner, der versuchen würde, nochmal den alten Safe zu laden und zu hoffen, dass diese komische Revolution nicht geschieht. Ich hatte das noch nie. Vermutlich, weil wir zu blöd sind, die Tschechoslowakei zu erobern. Wahrscheinlich haben sie deswegen keinen Bock mehr auf uns gehabt. Oh nein, wie schade. Keine Revolution heute gegen uns. Wenn sich jetzt irgendeiner darüber aufregt, ganz ehrlich, versteck dich in deinem Kämmerchen und komm nicht wieder, weil das wäre das Ende des Videos gewesen. Niemals hätten wir das geschafft. Das heißt, ich habe euch hier gerade das Video gerettet. Also seid mal ein bisschen dankbarer.
genauso dankbar wie zum Beispiel ich bin, dass es Holy gibt. Ne? Holy, ihr kennt's, leckere Eistees und Energies ohne irgendwelche unnötigen Zuckerzusätze. Also gesünder als die meisten Konkurrenzprodukte. Ist auch gar nicht so teuer, schmeckt gut, könnt auch gerne probieren. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links. Ich trinke ja am liebsten die Eistees, aber es gibt auch lecker Energies. Und das Beste daran ist, wenn ihr das Ganze über meine Links kauft, spart ihr A Geld und unterstützt B die Krabbe. Mein Win-Win-Situation, was will man mehr? Win für euch, Win für mich und Win für euren Körper, weil ihr nicht mehr so viel zuckerhaltiges Zeug trinkt. Meine Manpower ist ja auch langsam auf 370.000 Verluste in der Zwischenzeit. Und jetzt werden wir auch zurückgepusht schon in manchen Gebieten. Ah, Hilfe! Wenn wir wenigstens mal die Tschechen kalt machen würden. Ja, will ich doch gar nicht. Nur die Tschechen loswerden. Das ist alles, was ich will heute. Na, endlich! Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf. Die Tschechoslowakei hat endlich surrendert. Wir können den Irak übrigens nebenbei ins Bündnis einladen. Machen wir natürlich auch gleich. Und wie stark sind die Iraker? Auch ein paar hunderttausend Mann. Sehr gut. Unsere Verluste aktuell bei 570.000. Und wir haben noch nicht mal gegen die Großen gekämpft. Der Iran möchte auch in unser Bündnis. Natürlich darf der Iran auch in unser Bündnis. Die Naval Invasions werden aggressiver. Die Türkei landet jetzt hier oben irgendwo in Hinterpommern. Wusste bis gerade eben gar nicht, dass die Türken überhaupt Schiffe haben, die so weit segeln können, aber gut. Auch die ein oder andere französische Invasion, aber die können wir zum Glück abwehren, da wir die Häfen alle verteidigen und doch in der Zwischenzeit auch genug Truppen haben, um eben das Ganze hier gut zu bewachen. Den Briten haben wir in der Zwischenzeit 400.000 Verluste zugefügt, alles über Naval Invasions, weil die ganze Zeit hier bei mir landen und denken, die könnten irgendwas erreichen. Ja, so schaut das übrigens aus, wenn man versucht, mit einer überlegenen Armee gegen einen technologisch überlegenen Feind zu kämpfen. Das sieht sehr gut aus. Das funktioniert hervorragend. Wie wir auch sehen, unsere Manpower schrumpft überhaupt gar nicht. Unsere Manpower bleibt sehr stabil, wie wir oben sehen. Die Manpower ist so eine stabile Manpower. Mensch, wir verlieren ja keinen einzigen Soldaten. Das ist ja unglaublich, wie gut das läuft. Ich meine, gut, wir werden auch technologisch besser, aber das Problem ist, dass wir halt nie die... Wir bekommen halt nicht alle Doktrinen, ne? Und das ist einfach der Vorteil, den unsere Feinde haben, dass sie alle Doktrinen freigeschaltet haben mit all diesen Boni, enorme Orga, bessere Versorgung, weniger Bedarf auf Nachschub und das ganze Geschmack. Das ist halt unfassbar unfair. Zusätzlich dazu, dass eben wir auch noch die Expert AI Mod mit drin haben, die ja, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen können, nochmal Nachschubbedarf verringert, nochmal die Produktion verbessert. Aber ich weiß, ich sehe die Kommentare ja schon wieder, wo die Leute sagen, also ich hätte das alles besser gemacht. Ich bin deutlich besser als du, Krabbe. Ich hätte schon locker gewonnen. Mit meiner Großmutter hätte ich das gewonnen. So gut bin ich. Wir haben übrigens gleich keine Manpower mehr. Ich habe jetzt zwar nochmal die nächste Stufe hier eingerufen, wir können auch hier nochmal auf 10% gehen. Dann haben wir noch über die Doktrin, jetzt sind wir dann bei 12%, die wir dann haben können. Das heißt, wir haben schon noch ein bisschen Leute in der Reserve, aber ja, die Zukunft sieht düster aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir haben gleich ein kleines Problemchen, denn wir werden gerade hart zurückgepusht. Das finde ich nicht so freundlich. Oh, Mexiko tritt uns bei. Das ist, ja, warum nicht? Kann ich brauchen? Jede Hilfe, ne? Mexiko übrigens auch, glaube ich, mit allen Buffs. Jedenfalls haben die relativ viel Truppen. 317.000 Mann, auch relativ große verfügbare Manpower noch. Flugzeuge gibt es hier keine. Nicht so toll. Ich finde es auch schade, dass bis heute die Konvois noch immer verbuggt sind. Oder haben wir einfach zu wenig? Nö, wir haben angeblich 600 noch in der Reserve. Oder so. Ne, ich check das komplette Konvoi-System nicht. Keine Ahnung. Ist jedenfalls immer zu wenig Konvois. Ach, das ist... Ach so. Britisch-Italien. Während der Iran sein Bestes gibt, nicht zu surrendern unter Reza Shah Pahlavi. Oder wie der Kollege heißt. Immerhin hat er 230.000 Mann. Aber Irak gibt es nicht mehr. Und scheinbar waren die mal in Indien zu Besuch. Kurzfristig. Hat aber nicht so gut funktioniert. Die gehen mir auch so hart auf die Nerven mit diesen Naval Invasions. Sie haben sich Hamburg geholt. Gut, Hamburg mag eh keiner, von daher egal. Ist aber besonders erregend, wie stark die britischen Invasions auch immer gleich sind. Doch mal 6, 7 Divisionen, die hier gleich entspannt landen und mir das Leben zur Hölle machen. Und das Problem ist auch, diese ganzen Buffs, die sie bekommen, ist es auch nicht so, dass denen das wirklich wehtut, dass sie keine Häfen besitzen. Oh Gott, da kommt die nächste. Oh Gott, wenn die das schaffen, hier zu landen, dann ist nicht gut. Aber bislang geht es noch gut. Frage ist nur, wie lange noch? Die werden immer stärker. Freiheitskämpfer Estland möchte einen Freundschaftsvertrag immer gerne doch. Neue Freunde sind immer was Gutes. Bau jetzt übrigens auch ganz billig, bauen wir Küstenbefestigungen, um unsere Häfen noch besser verteidigen zu können.
Unsere Verluste betragen 1,1 Millionen, was eigentlich gar nicht so viel ist. Auf feindlicher Seite 750.000 den Briten schon zugefügt. Franzosen auch ein bisschen was, aber nichts Großes. Ja, ihr seht, selbst obwohl wir hier relativ stark aufgestellt sind mit unseren Truppen, ob wir die Best-Case-Szenario haben, mit Verlustüberquerung zum Teil, sind die kurz davor durchzubrechen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, Leute. Und wir werden auch eine weitere Region verlieren. Nein. Können wir nochmal standhalten. Faszinierend eigentlich. Bisschen mehr Glück als Verstand wahrscheinlich auch. Wir haben übrigens Green Air in manchen Gebieten, vor allem hier in der Region. Aber bringt es mir was? Nö, irgendwie nicht. Also doch schon, also auch nicht, nein, überhaupt nicht irgendwie. Also wir haben zwar Flugzeuge hier, aber die machen nichts. Die sind einfach komplett ineffizient. Ah, das nationalsozialistische Finnland hat sich gegründet, ist im Bürgerkrieg und wird nun ganz offiziell von uns unterstützt, freundlicherweise, um unsere Macht ein bisschen auszubauen. Die ist nämlich relativ schlecht, wie ihr wisst. Unsere Macht, die ist nämlich sozusagen fast schon eine Lachnummer. So, und auch Estland schließt sich uns an, erfreulicherweise. Also ich habe noch nicht ganz durchblickt, was los ist, aber die kämpfen gerade gegenseitig, weil... Ah, ein Bürgerkrieg in Indien. Oh. Bündnis einladen geht nicht, aber wir schließen direkt einen Nicht-Angriffspakt. Das ist natürlich Premium in der Situation. Versuchen jetzt mal anzugreifen, aber das ist... Na, weil hier, da ist eine kleine Stelle, eine ganz kleine Lücke. Und selbst da kommen wir nicht durch. Und komplett rot. Alles rot, Mann. Diese ganz kurze Offensive hat mich eben übrigens mal eben 100.000 Mann gekostet. So, einmal kurz angreifen, 100.000 Mann weg. Tschüss. Ciao. Servus. Macht's gut. Übrigens zum ersten Mal nach langem wieder, dass die Sowjets die SSSR besiegt haben. Das lief nicht so, wie es geplant war. Die Nationalsozialisten hier sind raus, aber hier oben haben meine Freunde gewonnen. Also... Ein bisschen Positives und ein bisschen Negatives heute. Ja, die Rumänen haben übrigens die Forderung der Sowjets abgelehnt, Bessarabien abzutreten. Fand die Sowjetunion jetzt nicht so cool und hat uns gerade einen Bärendienst erwiesen. Und jetzt ist die Frage, kann ich daraus Profit schlagen oder nicht? Also können wir Profit schlagen oder werden wir geschlagen? Das ist hier die Frage. Fakt ist, besser wird es heute nicht mehr von den Chancen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt in die Offensive über und versuchen jetzt hier einfach alles oder nichts. Quantung möchte uns beitreten. Ist sicherlich nicht die klügste Entscheidung, die wir heute treffen können, aber egal. Immer rein mit euch. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal freue, dass die Sowjetunion irgendjemanden den Krieg erklärt. Das ist, glaube ich, das erste. Stimmt, Spanien ist ja auch dabei. Hallo, ich bin Spanien, ich bin auch dabei. Die sind aber voll schwach, Alter. Wobei, die sind, ja, die, ja gut, Manpower und ganzen Doktrin, ja, wird interessant, schauen wir mal. Hey, war Bulgarien da mal nicht mit uns verbindet eigentlich vor Ewigkeiten oder war das in einer anderen Welt? Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet oder geträumt oder sowas. Und da geht Rumänien endlich dahin. Danke an die Sowjetunion an der Stelle und haben noch nicht mal Bessarabien bekommen. Das wird mich voll belasten. Und auch Jugoslawien hat direkt das Handtuch geschmissen. Moskau hat übrigens den Molotow-Ribbentrop-Pakt unterschrieben. I've got bad news for you, Polen. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das finde ich jetzt nicht sehr gut, was die gerade gemacht haben. Und wie sie mich gleich um Hilfe gebeten haben. Hilfe, helft uns. Wir sind aus Versehen im Krieg mit den Sowjets. Selber schuld, ihr Narren. Ja. Japan ist kommunistisch geworden. Ich meine, gut, der hat keine Haare auf dem Kopf. Da ist wahrscheinlich ein bisschen das Denkwasser weggeflossen. Und ist jetzt gerade dabei, uns den Krieg erklären zu wollen oder irgendjemand anderem. Und ich bin jetzt auch noch im Krieg mit den USA, weil die USA haben sich gedacht, YOLO, und die sind mal eben stärkste Land der Erde. Immerhin haben wir die Türkei noch besiegt. Die hatten aber überraschenderweise jetzt Riesenprobleme mit den Sowjets. Da konnte ich einmal ganz entspannt durchmarschieren. Das glaubt mir keiner, ne? Das Timing. Sowjetisch Litauen hat Polen den Krieg erklärt. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe damit nichts zu tun, aber die kriegen wahrscheinlich gleich hart auf die Fresse. Ist das nur die Frage, unterstützen die Sowjets ihre Freunde oder nicht? Heißt es sowjetisch Litauen und nicht alleiniges Litauen? Und ja, tatsächlich, die Sowjets sind den Krieg gegen die Polen beigetreten. Es wäre jetzt echt eine Schande, würde das irgendeiner ausnutzen und dann noch von der anderen Seite angreifen. Es wäre unerhört, wenn das jetzt irgendeiner machen würde. Es ist fast ein bisschen wie der Original-Zweite Weltkrieg, nur ein bisschen andersrum. So, wir sind diejenigen, die immer ein bisschen später die Kriege beitreten und uns freuen, dass die Sowjets allen den Krieg erklären. Nur, ja,
mir ist gerade aufgefallen, ich bin komplett geistig behindert. Ich bin, bin aus Versehen im Krieg gegen die Sowjets beigetreten. Ich bin so blöd, ne? Glücklicherweise gibt es Autosaves, die man nutzen kann. Das war sogar noch vor der Kriegserklärung gegen Polen. Ach, ist das ärgerlich. Muss ich nochmal warten, dass die Sowjets jetzt hat. Ja, wir sehen, die Sowjets sind jetzt gerade beigetreten. Seht ihr auch, dass ich da nichts manipuliere. Habt ihr selber gesehen, das weiß ich gerade sogar live. Und dann machen wir das gleiche Schauspiel nochmal, wie gerade eben. Und rufen euch nochmal mit rein, bitte. Ah, ne. Egal, wird schon passen. So. Das Ding ist, die Japaner werden uns eh irgendwann den Krieg erklären. Das ist der große Nachteil. Aber man muss ja nicht den Krieg schneller verlieren als irgendwie notwendig. Bin schon gespannt, wie viele Kommentare es heute wieder geben wird, wo Leute sagen, dass sie so viel besser sind als ich und dass sie den Krieg locker gewonnen hätten. Und mein anfänglicher Optimismus gegen Polen, der ist auch nicht mehr so optimistisch, wie er noch anfangs war. Aber wir kommen immer ein bisschen voran. Wenn jetzt Ungarn noch beitreten würde, wäre echt Knorke. Digga, Polen ist einfach Endboss. Wir haben schon 544.000 Mann an die Polen verloren. Mann, was ist das? Was soll das? Das ist ohne Ehre. Genauso wie das hier. Ich hasse diese schimmeligen Naval Invasions. Ne? Die schimmeln so hart, die britischen Truppen hier, wenn die da nachher liegen. So, weil sie halt nicht mehr atmen und so. Jedenfalls, na gut. Auch wieder Dünger, ne? Wieder gut für die Umwelt. Und lieber dünge ich mit britischen Truppen als mit deutschen. Achso, Ungarn ist auch noch den Krieg beigetreten, gnädigerweise mal. Oh, Ungarn ist im Krieg mit... Oh, das ist aber auch nicht so toll. Ach, das ist aber scheiße alles, muss ich gestehen. Das ist nicht schön, dass alle mit... Ach, wir sind gleich im Arsch, Leute. Ich sag euch, wie es ist, Mann. Briten haben auch schon 1,3 Millionen verloren. 780.000 Franzosen. Oh, stimmt. Mexiko gegen die United States gibt es ja auch noch. Oh, das läuft sehr gut für die Mexikaner. Sehr, sehr gut, ja. Die halten bestimmt noch 70 Jahre Stand, mindestens. Ja, das ist endlich mal eine Einkesselung. Polen existiert... Was? Phalangistisches Polen? Digga, was? Warum denn das? Warum sind die mir nicht beigetreten, Spinner? Ihr hättet das alles vermeiden können. Ihr hättet mit mir zusammen gegen die Bolschewisten im Osten kämpfen können. Aber nein, man muss ja wieder so ein eigenes Ding machen. Selber schuld, Polen, selber schuld. Ja, und Warschau ist gefallen, damit auch die Pollen. Und ihr dreckigen kleinen Neandertaler, Alter. Wer war das? Müsste eigentlich gleich einen Zeitungsartikel aufploppen, der mir sagt, wer das war. Nee, nicht? Okay. Komisch, früher ging das noch. Nationalisten haben angeblich laut Zeitungsartikel gerade die polnische Regierung übernommen, aber Spoiler Alert, die gibt's gar nicht mehr. So, die Russen hätten gerne Polen, aber können mich am Arsch lecken, die Russen. Wir sind eh gleich im Krieg miteinander, ich gebe denen gar nichts mehr. Und ich würde sagen, wir treten dem Krieg bei gegen die Sowjets und nicht nur das, wir greifen auch direkt an und hoffen, dass wir den Überraschungseffekt nutzen können. Ich glaube, die Sowjets haben nämlich nicht so viel Truppen an unserer Grenze gerade. Nutzen wir es aus und vernichten sie ein für alle Mal. Gut, die haben auch ein bisschen Probleme, die sind nicht auf dem Krieg mit den Briten und Co. Die haben eine relativ fette Front abzudecken, diese Spinner. Alter, wie Truppen die hier unten haben. Oh, das geht hier, glaube ich, nicht mehr lange. Gut, also, oh, Peru möchte beitreten. Na dann, mal rein mit euch. Also, pushen gegen die Sowjets, sieht alles gut aus. Wir pushen, eigentlich nur gegen die Sowjets, ansonsten nirgends. Venezuela möchte auch beitreten. Ja, alle rein mit euch, alle rein ins Bündnis. Komm, immer rein hier. Wir sind eine große, süße, kleine Familie. Ich glaube, das war's. Jetzt haben sie sich gleich hier gesnackt und in Hamburg sind sie auch wieder gelandet. Die britischen, ja. Jetzt haben sie einen Hafen. Und was es noch viel schlimmer macht, oh, ich habe übrigens noch... Die haben sich nämlich Lettland gekrallt, diese Geier. Lettland ist nicht jetzt den Alliierten mit drin. Oh Gott, ah, was ist denn da passiert? Die Front ist komplett aufgelöst. Sie haben die Front durchbrochen. Ach du Schande. Ja, das ist jetzt, mir fehlt auch gerade ein bisschen... Ja, okay. Wie viele Truppen die haben? Wir haben 5,25 Millionen, die haben irgendwas um die 11, 12, 13 Millionen, Mann. Verluste sehen immer sogar noch besser aus, was das Ganze angeht. Was mich ein bisschen überrascht eigentlich. Die jetzt kurz abziehen und geschwind nochmal Richtung Norden schicken, auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt irgendwas bewirken wird. Was mich zu Fall bringt, sind tatsächlich weder die Sowjets noch die Franzosen. Es ist einfach dieses fette Drecksding hier unten in Jugoslawien und Italien, die jetzt hier einfach gerade durchpushen. Ich habe jetzt nochmal eine Verteidigungslinie hier errichtet, die Niederlage möglichst lange herauszuzögern. Und hier haben wir zumindest auch mal das große Blob-Ding nochmal wegbekommen. Aber ich schaffe das nicht. Es ist so traurig, das auch ist. Wir schaffen das nicht, dass wir hier diese restlichen Truppen nochmal entfernen. So, oh, ach komm, ach Digga, was ist denn? Warum rufen die denn Belgien? Belgien ist dem Krieg beigetreten. Okay, alles klar. Ich würde am liebsten gerade meinen Tisch packen und einmal geschmeidig gegen den nächstbesten Passanten schmeißen. Ist aber mitten in der Nacht, deswegen finde ich hier wahrscheinlich gerade keinen Passanten.
Ich hatte mich jetzt auf einen langen Verteidigungskampf eingestellt. Ich hatte jetzt hier 3 fette Verteidigungslinien um Berlin herum entrichtet, aber aufgrund der ganzen Atomwaffen, die man auf mich abgeworfen hat, war unsere Kriegsunterstützung genauso hoch wie mein Elan gerade noch. Nämlich gar nicht mehr. Der ist null. Komplett gebrochen. Deswegen haben wir surrendered, bevor Berlin überhaupt gefallen ist. Wir hätten nämlich locker mit unseren 4 Millionen Mann noch 200 Jahre Berlin verteidigen können. Nicht. Wir hätten wahrscheinlich richtig auf die Fresse bekommen. Und mit unserem Fall ist auch der Krieg vorbei. Tatsächlich, wir haben verloren. Die Sowjets dürfen sich jetzt noch erfreuen, nur gegen die Alliierten. Was sagt uns das jetzt im langfristigen Sinne? Wenn die Feinde technologisch komplett überlegen sind und alles erforscht haben, hast du keine Chance. Und vor allem, wenn du noch die Expert-AI-Mod mit reinballerst, was ich gemacht habe. Naja. Nichtsdestotrotz, meine Freunde, wirklich, war sehr unterhaltsam und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video, es hat euch gefallen. Ich würde es nicht nochmal machen, sofern wir nicht auch cheaten dürfen. Aber gut, an der Stelle würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, hoffe, es hat euch gefallen und nicht vergessen, keine Schalentiere essen. Tschüss!